Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Wir haben heute wieder ein sehr spannendes und zwar eher östliches Thema für euch. Genauer gesagt eigentlich ein russisches Thema, wobei ja das System eigentlich im gesamten Osten und viel weiter darüber hinaus verbreitet ist. Und zwar behandeln wir heute das Thema von Kalaschnikow bzw. von Kalaschnikows schwerem und leichtem MG, je nachdem wie man es sieht. Besser bekannt ist es eigentlich als PKM bzw. als PK-Maschinengewehr. PK, wofür steht das? Viele werden es wahrscheinlich schon wissen, für genau Pulemyot Kalaschnikow. Das heißt nichts anderes als das Maschinengewehr von Kalaschnikow. Und das passiert eigentlich geschichtlich gesehen zurück wieder bis vor den Zweiten Weltkrieg. Hier war es nämlich eigentlich gefordert, dass die gesamte Vereinheitlichung von einem Standardmaschinengewehr für die Rote Armee zu gebrauchen ist oder dass grundsätzlich sowas herzustellen sei. Eben ein Maschinengewehr, das von Panzern verwendet wird, das von der Infanterie Verwendung findet und so weiter und so fort. Jedoch hat sich das Ganze dann ein paar Jahrzehnte, sagen wir so, verspätet oder eigentlich mehr oder weniger aufgelöst. Im Zweiten Weltkrieg war es ja dann so, dass einige MG eigentlich im Einsatz waren, hauptsächlich das DP-27 bzw. 28, dann das DT-27, 28, das Maxim-MG, das Goronjow und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich eine Bandbreite an Maschinenwaffen, die hier Verwendung fanden. Und eigentlich relativ spät nach dem Zweiten Weltkrieg, gegen Ende der 40er Jahre, war die Idee dann auf einmal wieder interessant für die Rote Armee, dass man ein Maschinengewehr entwickelt, welches vereinheitlicht ist. Das heißt, mit einem Standardkaliber, das man für einen Panzer oder für einen Soldaten und so weiter und so fort verwenden kann. Und es gab zwar einige Prototypen von verschiedenen Herstellern oder genauer gesagt eigentlich Konstrukteuren, nur das Problem ist, das war unter anderem von Sokolov und noch zwei oder drei anderen Konstrukteuren, die wurden allerdings abgelehnt. Das einzige Problem war nämlich, sie waren zum Teil nicht ganz funktionssicher und wirklich als gute Waffe herausgestellt hat sich dann die Konstruktion eigentlich von Kalaschnikow, eigentlich das PK, also das Pulemyot Kalaschnikow. Es wurde dann relativ schnell eigentlich 1961 dann bereits schon eingeführt und hat seinen Dienst bis dahin relativ gut verrichtet, bis 1969. Dort kam dann eigentlich, wie man es bei den Kalaschnikow-Modellen kennt, relativ schnell ein neues Modell oder eine neue Version. Das war dann das PKM. M ist nichts anderes wie eine modernisierte Version. Hier war es eben so, dass einige Bauteile verbessert wurden oder geändert wurden, unter anderem der Schaft hinten, also der Kolben wurde geändert, die Aufnahme vom Öler, es wurde gleichzeitig auch diese Metallstütze hier verbaut. Diese kann man natürlich auf die Schulter legen beim Schießen, das hilft etwas, das Ganze zu stabilisieren. Und weiters wurde der Lauf geändert, es waren keine Längsrillen mehr zur Kühlung eingefräst, sondern außen ein glatter Lauf eben und kleine konstruktive Änderungen vom Abzugsmechanismus wurden auch vorgenommen, soweit zum PKM. Natürlich können wir jetzt durchgehen und die ganzen Varianten aufnennen, wie zum Beispiel das PKT, was natürlich das MG für den Panzer war, oder es gibt auch Versionen für Truppenfahrzeuge und so weiter und so fort. Wobei man sagen muss, bei der Version vom Panzer, vom PKT, ist jetzt nicht direkt der Standardabzug und ein Schaft vorhanden. Den gibt es nicht, sondern ein elektronischer Abzug und auch gleichzeitig ein Flügelabzug, den man auch manuell bedienen kann. Der Lauf ist auch genauso etwas länger und leicht dicker. Das heißt, man kann auch länger Dauerfeuer schießen im Panzer, wo es natürlich auf irgendeine Art und Weise auch praktisch ist. Soweit zu dem. Jedenfalls ist auch hier die Konstruktion nicht stehen geblieben. Wenn wir uns das bis heute anschauen, das PKM hat es sogar bis in sämtliche NATO-Staaten geschafft, wo es auch im Kaliber 308 produziert wird. Zum Beispiel von Arsenal, Bulgarien, die stellen das her in 308. Es gibt auch viele westliche Länder, die es verwenden. Es ist auch von so ziemlich jedem Land gelobt als das leichteste und beste Maschinengewehr, wenn man es so im Allgemeinen sagen kann, weil es einfach wirklich sehr zuverlässig ist. Im Vergleich zu vielen anderen Maschinengewehren mit knappen 9 Kilo Gewicht umgeladen ist es relativ leicht. Da gibt es wesentlich andere Maschinengewehre, die wirklich extrem schwer sind. Und hier haben sie eben viele Referenzen gesucht und das ist eigentlich
das beste oder eines der besten Maschinengewehre, die es eigentlich gibt, ist so ziemlich im gesamten Osten eigentlich verbreitet, auch in Afrika und so weiter und so fort. Also eigentlich weltweit, muss man sagen, ist das PK oder das PKM oder das PKT im Einsatz. Funktionstechnisch ist es einwandfrei, wie man es von Kalaschnikow kennt. Das einzige Problem, was man beim Pechenek, beim Dauerfeuer hin und wieder hat, kann sein, wenn man jetzt Gurtketten verwendet, die schon sehr viel benutzt wurden. Quasi bei den Gurtketten wird die Patrone von diesem gebogenen Metall, sagen wir mal, gehalten. Und wenn man da schon, weiß ich nicht, wie viele hunderte Schuss durchgelassen hat bei einem Gurt, dann kann es sein, dass die Metallglieder schon etwas, naja, benutzt oder verbogen sind, sodass die teilweise die Patronen nicht mehr so sauber und fest im Gurt halten können. Deshalb kann es hin und wieder sein, dass man mal eine Ladehemmung hat und, aber mit normalen neuen Gurtketten ist das eigentlich kein Problem. Genau, daher das große Problem, wenn man jetzt eine Ladehemmung haben sollte, liegt eigentlich nicht am Maschinengewehr, sondern eigentlich eher meistens zu, sagen wir 99% ist es gut. Eigentlich der Gurt. Ja genau, aber den kann man natürlich auch schnell tauschen und neue Gurte gibt es ja genug. Soweit zu dem. Stehen geblieben sind wir beim PKT und weiters, wenn wir nochmal von den Versionen hergehen, gibt es auch noch das PKMS. Und ganz wesentlich hier ist natürlich, dass das PKM und generell das PK auch über eine Lafette verfügt. Das heißt, es gibt eine sogenannte Infanterielafette, eine Dreibeinlafette mit knappen 4 Kilo von der neuen Version. Und das lässt sich relativ leicht zerlegen und auch aufbauen. Es ist vom Schützenwesen her interessant, weil es die Waffe relativ gut stabilisiert, auch auf Dauerfeuer für weitere Distanzen und so weiter und so fort. Und auch Feuerstöße, man kann extrem präzise mit dem Maschinengewehr auch umgehen. Und die neueste Version, möchte ich auch nicht vorenthalten, vom PKM ist eigentlich so gesagt eine Neukonstruktion, wobei Neukonstruktion kann man nicht sagen, weil es gibt mittlerweile vom System Kalaschnikow ein Bullpup-Modell. Hier fehlt der Schaft fängt also hier hinten bereits an, der Griff ist nach vorne verlegt, der Gurtkasten ist leicht geneigt und das Ganze ist eben um ca. 30 cm verkürzt worden. Schaut sehr interessant aus, ist auch relativ neu. Ich kenne es nur von russischen Videos und teilweise von Fotos, ansonsten bei uns eigentlich unmöglich zu bekommen. Bei uns ist sowas eher unmöglich zu bekommen. Wir sind schon mal überhaupt mal froh, dass wir dieses Stück hier haben. Genau, das ist eben diese Stücke interessant. Was mich persönlich interessiert und was sich auch viele natürlich fragen, das PKM ist seit 1961 am Markt und wird auch verwendet. Aber gleichzeitig hat es ja ewig lang bis in die 80er Jahre von der Produktion her auch das RPK gegeben, also von Kalaschnikow, das Maschinengewehr, was nichts anderes eigentlich ist als ein leicht verstärktes und verlängertes Kalaschnikow-Prinzip. Das haben sie gleichzeitig auch gebaut. Das ist wieder interessant, weil eben es wurde auf der einen Seite geschaut, man vereinheitlicht das Kaliber, was wir hier eben zum Beispiel bei der Standard-Infanterie-Waffe haben mit der 7.62x39, wobei das RPK wieder eher ein Unterstützungsgewehr ist. Im Vergleich zum PKM ist es ein leichtes MG, sozusagen. Und beim PKM haben wir die 7.62x54R, daher noch eine etwas leistungsstärkere Patrone, mit der man auch auf weitere Distanzen nochmal wirken kann, wenn man es so will. Das ist eben auch ein interessanter Fakt, dass eben diese beiden nach wie vor immer wieder in Produktion waren, zur gleichen Zeit und beides auch eingeführt ist, auch bis heute noch. Das PK. Ist auch ein schönes Stück. Wir werden dazu nochmal ein Video bringen, versprochen. Aber das würde jetzt zu viel Zeit nehmen. Interessant von den konstruktiven Merkmalen, wenn wir hier mal beginnen. Es gibt viele Punkte beim PKM, die sind extrem durchdacht, wenn man sich das anschaut. Das fängt hinten an beim Schaft. Auf der hinteren Stütze beim PKM, wie ich schon erwähnt hatte, eben alleine dieses Stück hier, wo man leichter stabilisieren kann mit der Schulter. Alleine hier, wenn man das aufschrauft, man sieht es hier, ist leider derzeit ein bisschen fest, dann kann man hier ein Putzzeug rausnehmen und einen kleinen Öler. Das ist auch interessant, das ist alles hier im Schaft verstaut. Weiters haben wir hier dieses Loch, wobei man beim Schießen eben durchgreifen kann. Dadurch kann man das Gewehr nochmal stabilisieren. Weiters können wir uns das anschauen. Interessant ist es, weil das PK und das PKM generell, die PK-Modelle eigentlich von
der rechten Seite her zuführen und links auswerfen. Bei den meisten anderen Waffen ist das umgekehrt. Die führen links zu und werfen rechts aus. Das ist beim PKM wieder anders. Also für Linkshänder eigentlich sehr gut. Genau. Man kann es hier nicht sehen, aber wir haben hier auf der linken Seite haben wir noch eine Sicherung verbaut. Eben von gesichert auf ungesichert und umgekehrt. Und weiters interessant sind auch hier diese ganzen Deckeln. Das heißt, wenn die Patronen ausgeworfen werden, dann kommt das hier raus. Und alles, was eben offen ist, hat diese federgelagerten Staubschutzdeckel. Ist konstruktiv auch wirklich was Spannendes, weil ohnehin die Waffen ja extrem widerstandsfähig sind gegen Schmutz und Verdreckung und so weiter. Hier wird allerdings trotzdem geschaut, dass nicht allzu viel Dreck reinkommt. Das ist genau dasselbe wie hier, diese Öffnung, wo der leergeschossene Gurt rauskommt. Und auf der anderen Seite nochmals genauso mit der Öffnung, wo die Munition praktisch zugeführt wird. Ebenso federgelagert. Das ist ja nicht interessant. Den klassischen Tragegriff, wie man kennt, den haben wir auch dran. Ist wahrscheinlich bei einem, sage ich mal, mehreren Kilometer Marsch vom Vorteil, wenn man das eher bei einer Handtasche nehmen kann, sag ich mal so. Und bis vorne hin, der Lauf lässt sich abnehmen, das wird euch der Alex nachher kurz zeigen. Und bei einigen Versionen gibt es auch wieder diesen markanten kleinen Unterschied. Hier haben wir eher die moderne Mündungsbremse bzw. den modernen Mündungsfeuerdämpfer. Allerdings gibt es hier andere Versionen auch noch. Ich habe es hier, die haben auch noch diesen alten länglichen. Das war eher noch das erste Modell. Das war noch dieser längere. Also diese Modelle und Versionen gibt es eigentlich im Großen und Ganzen. So, wie man das Ganze feldmäßig auseinander nimmt, kann ich auch noch kurz zeigen. Beim Pecheneck ist es immer ganz wichtig, natürlich als erstes, der Gurtkasten gehört dazu. Kann man aber ganz einfach runternehmen. Da gibt es hier beim Gurtkasten gibt es hier einen Hebel. Das ist einfach nur der, der im Endeffekt dann unten über diese Fläche hier, also über diesen Zapfen hier entriegelt. Wenn man den drückt, dann kann man ihn runternehmen. Dann ist hier dieses kleine Schloss, das muss man so aufdrehen. Dann kann man den Schlüssel öffnen und man kann die Gurtkiste quasi öffnen. Da ist dann einfach so, das sind jetzt die leeren Gurtglieder. Wenn es geladen ist, kann man sie einfach in diesen Gurtkasten hier perfekt reinstapeln. Weiters beim MG. Es ist eigentlich komplett simpel, so wurde es auch konstruiert zum Auseinandernehmen. Das Wichtigste ist, wie bei einer Kalaschnikow, komplett gleich hinten den Drücker drücken, Zuführer auf die Seite, dann ungespannt ist es, hinten gegen die Federkraft drücken und die Feder rausgeben und im Anschluss den Verschlussträger mit dem Verschluss. Und wie wir es hier auch schon sehen, das ist nichts anderes wie eigentlich ein umgekehrtes Kalaschnikow-System. Genau. Eben hier ist das Gasgestänge nicht oben, sondern eben unten ausgeführt. Und hier, wie man sehen kann, das ist im Endeffekt der Greifer, der dann die Patronen greift und die nächste zuführt und aus dem Gurt rauszieht. Technisch ist das wiederum eigentlich eine Anomalie, weil die meisten Maschinengewehre direkt vom Gurt die Patrone rausdrücken, nach vorne rausdrücken und zuführen. Beim PKM wird die Patrone praktisch von hinten mit dem Rand aus dem Gurt rausgezogen und dann durch eine Steuerfeder nach unten gedrückt und zugeführt. Das heißt, die wird zuerst nach hinten geschoben und dann erst durch eine Steuerfeder nach vorne gedrückt. Das ist auch was Eigenartiges, das hat eigentlich fast kein Maschinengewehr. Wie gesagt, die meisten, die führen ja direkt aus dem Gurt zu. Weiters haben wir dann hier diese Fläche, das ist ein Verriegelungsbolzen oder ein Verriegelungsblock, sagen wir mal so. Den einfach zu der linken Seite rausdrücken. Im Anschluss kann man dann den Lauf entfernen. Und so wäre das Ganze eigentlich feldmäßig zerlegt. Ist im Grunde sehr simpel, ziemlich simpel. Ich meine, für jeden Soldaten einfach zu verstehen. Genau, daher ist auch dieses Maschinengewehr und diese Konstruktion weltweit im Einsatz extrem beliebt, muss man auch dazu sagen, auch bei den NATO-Staaten und so weiter. Es funktioniert einfach, es ist eine Konstruktion von Kalaschnikow, es funktioniert. Und das ist das Wichtigste für einen Soldaten, der jetzt irgendwo im Einsatz ist, dass er
ein Werkzeug oder ein Material hat, das dementsprechend auch in der Notsituation funktioniert. Verschlüssel wieder nach vorne. Wieder rein. Das Ganze ist wieder zusammengebaut. Völlig simpel. Soldatenfreundlich und so sollte es natürlich auch sein. Auch der Kasten einfachst eingehängt und das Ganze ist wieder feuerbereit. Wenn ihr keine News von uns verpassen wollt, so nebenbei, ihr seht auch oft Fotos und Bilder von uns auf Instagram, da könnt ihr uns natürlich gerne folgen. Ja, vor allem, wenn wir Drehtage haben oder was wir am Drehtag eventuell auch machen, das seht ihr dann eher in den Stories auf Instagram. Genau, das ist dann so der Background zu den Waffen. Oder wenn ihr vorab schon Bilder sehen wollt, was eventuell als nächstes kommen kann, dort seht ihr, was wir demnächst als Projekt vorhaben. Bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Vom System her ist es interessant. Und eine Sache wäre da trotzdem noch, wenn ihr Interesse habt, schaut natürlich auch bei unserem Merch-Shop vorbei. Die T-Shirts von uns sind natürlich zu kaufen. Es kommen auch immer wieder neue Labels raus und in diesem Sinne hätte ich trotzdem gesagt, wir schauen uns das praktisch auch nochmal an. Wie immer für euch jetzt auch draußen bei der Schießbahn in der Praxis. Das PKM ist zum Schießen wie fast jedes andere Maschinengewehr auch angenehm, trotz der eher großen Patrone, eben der 762x54R. Auch eben die Patrone, die weltweit beim Militär schon mittlerweile eigentlich 130 Jahre im Einsatz ist, eben seit 1891. Das ist eigentlich das Markanteste. Und von der Feuerrate her ist das PKM eher schön konstant um die 700 bis 800 Schuss die Minute. Also relativ gut auch zum Kontrollieren, je nachdem welche Patrone man auch verwendet. Wir haben eben auch hier, wie in der Praxis, in der Theorie besprochen, auch diesen Tragegriff. Der macht es relativ einfach, dass man das Maschinengewehr auch nebenbei hertragen kann. Den Gurtkasten kann man ganz einfach abnehmen. Und ja, warum lange reden, wenn man es auch kurz machen kann? Kurz und knackig. Auffälligste beim Pecheneck, kurz noch zu erwähnen. Das Auffälligste ist nämlich, das Pecheneck führt im Vergleich zu den meisten anderen MGs von rechts zu links, hat das Pecheneck den Auswurf und rechts die Zuführung. Der auch noch ein federgelagerter Staubschutzdeckel. Das ist konstruktiv wieder was Interessantes, weil man hier auch vorgesorgt hat, dass trotzdem nicht allzu viel Schmutz ins System reinkommt, auch wenn es mit Schmutz auch funktioniert. Ein klassisches Kalaschnikow-System, aber hier haben sie natürlich auch vorgesorgt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Zugeführt, wie wir es schon besprochen hatten, wird von rechts. Zuerst wird die Waffe gespannt, dann öffnet man den Deckel. Hier kann man es natürlich auch noch hochklappen, dann sieht man hier eben den Verschlusskopf und diese klassische Aufnahmekralle hatten wir in der Theorie bereits. Man braucht nur hier diesen Gurtkasten auf der linken Seite einhaken, drehen und er hält fest. Auf der rechten Seite haben wir auch zusätzlich diese Klemme, wo man eben den Gurtkasten auch wieder lösen kann. Man legt sie rein. Man sieht hier, die Kralle hält die erste Patrone. Dann wird der Deckel geschlossen. Es wird geladen und ab jetzt wären wir feuerbereit. Und so probieren wir es jetzt auch aus. Ja, feuerfrei. Ach ja, eine Sache noch. Bevor man schießt, bei der Schulterstütze, kann man als Erweiterung das auch noch hochklappen, dass es besser in der Schulter liegt. Die alten Patronen, die mag er nicht ganz.
Hier haben wir es zum Beispiel klassisch. Man merkt es auch beim Gurt, das hatte ich schon ein paar Mal. Wenn der Gurt eher schon älter ist, dann sieht man es hier, der ist zum Teil auch etwas ausgemergelt und die Patronen halten auch nicht mehr so gut. Ist auch interessant, weil das kommt hin und wieder vor, wenn zum Beispiel eben der Gurt auch schon des Öfteren gebraucht wurde, sodass die Patronen jetzt direkt nicht so gut haften, dann kann das auch vorkommen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es einwandfrei. Das macht doch wahnsinnig viel Spaß zum Schießen. Wenn ihr eine Meinung dazu habt oder wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, was auch eure persönliche Meinung ist, würde uns sehr interessieren. Und ja, dem ist eigentlich so gesagt nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne, alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video.